Vielen Dank vorab erstmal an EA, die dieses Video sponsern und mir einen Code zur Verfügung gestellt haben. Und damit erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich möchte euch die Bangalore Edition näher bringen mit sämtlichen Inhalten, die ihr in dieser Bangalore Edition bekommt. Ein Bangalore Skin, G7 Skin, Charm, Badge und so weiter und so fort. Abgesehen von den 1000 Apex Coins, die kann ich euch schlecht zeigen. Auf der Firing Range möchte ich euch noch ein paar Details zeigen. Demnächst gibt es nochmal so ein Video für die Mirage Edition, ebenfalls gesponsert von EA und im Voraus schon ein bisschen gespoilert in Verbindung mit meinem Kanal, wird es in Zukunft aller Voraussicht nach ein bisschen öfter Apex Legends exklusiven Content geben. Lasst euch da einfach mal überraschen. Vielleicht kommt auch das ein oder andere Spiel aus dem Hause EA mit dazu. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Bangalore Edition. Und ja, haut rein. Ich habe den Skin schon mal ausgewählt. Sieht in dem Season 10 Lobby-Bildschirm extrem genial aus. Und jeder, der Bangalore Main ist, den kann ich diesen Skin eigentlich nur ans Herz legen. Das Einzige, was mich ein bisschen im Allgemeinen an der Animation stört, aber das ist wirklich nur einfach so ein Stück weit das Detail, dass passend schon in der Edition ja der G7-Skin mit dabei ist, der aber in der Animation hier einfach nicht mit animiert wird, also der G7-Skin, den sie hier hat, das ist einfach nur dieser ganz normale Standard G7-Skin, was jetzt aber nicht weiter dramatisch ist. Wie gesagt, das ist der Skin, ich finde ihn ultra nice, hat so ein bisschen was Avengers, Marvel, Gedöns, Superheldenzeugs, ich finde es optisch auf jeden Fall total genial. Wir switchen jetzt mal zur G7. Den Skin finde ich nämlich auch sehr, sehr geil. Ich habe das alles schon mal ausgerüstet, damit das jetzt nicht allzu lange dauert. Und gerade wenn du den Waffencharm auswählst, suchst du ewig. Du musst erstmal ewig nach unten scrollen, bis du diesen Waffencharm findest. Auf jeden Fall finde ich die Details der G7 extrem sexy. Und gerade wenn wir gleich auf der Firing Range sehen, mit bestimmten Lichteinfällen, sieht das auf jeden Fall ganz geil aus. Jetzt gehen wir mal noch auf den Charm. Das ist dieser hier. Sieht auf jeden Fall auch sehr schick aus. Passend natürlich zum G7-Skin. Logischerweise. Und bevor ich das vergesse, das hätte ich eigentlich gleich noch hier machen können. Die Badge sieht auch sehr, sehr nice aus. Ist hier schon ausgerüstet. Also ich finde die optisch extrem genial gelungen. Und ich muss sagen, von allen Editions, die es bis jetzt gibt, wir können ja mal hier in den Store gehen. Wo sind die Editionen? Finde ich optisch tatsächlich den Bangalore Skin mit am schönsten, muss ich mal so sagen. Ganz ehrlich. Ja, die einzige Edition, die mir dann noch fehlen sollte, wird dann die Gibraltar Edition sein. Und ansonsten könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bevor wir gleich in die Firing Range wechseln, was euer Favorite oder welches eure Favorite Edition ist. Wir fangen mit der G7 an. Die inspizieren wir. Und wenn ihr euch das mal reinzieht, wie hier das Sonnenlicht reflektiert auf diesen goldenen Skin, es sieht einfach unwahrscheinlich schön aus. Unwahrscheinlich schön. Einer meiner absoluten Favorites von der G7 und auch im Visier sieht es extrem genial aus. Jetzt zeige ich euch noch den Bangalore Skin in einer Emote-Variante, weil die Third-Person Perspektive auf dem Trainingsgelände gerade ein bisschen verglitscht ist und deswegen ist es gerade nicht möglich. Auf jeden Fall, dieser Skin ist allererste Sahne. Gerade alle Bangalore Mains unter euch, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Skin? Nicht so euer Fall, doch ganz geil, ja, nein, vielleicht. Und damit verabschiede ich mich schon wieder in diesem Video. Ich freue mich über jeden Daumen, wie immer nach oben. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.